Ja, damit hallo und herzlich willkommen bei The Forest. Ja, wir sind mitten im Wald und ich habe, bevor ich in den Wald gehe, noch einen Flug nach Palma de Mallorca gebucht. Das ging von Düsseldorf, ging der Flug und wir befinden uns jetzt auf Reiseflughöhe, hat der Kapitän gerade durchgegeben. Und man sieht es ja hier auch, es ist ein bisschen wolkig draußen. Bin auch ein bisschen erschöpft, die dünne Luft und neben mir ist ein fremdes Kind. Meine Frau weiß von dem Kind nichts, ich ehrlich gesagt auch nicht. Und wie gesagt, wir fliegen jetzt, entspannen uns noch ein bisschen und irgendwo hier, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, sitzen Mandy und Philipp. Hallo? Hallo? Hallo. Warum hast du unterschiedliche Sitze gebucht? Ja, weil neben mir sitzt dieses fremde Kind und ich dachte, das schmust sich so ran, das ist so süß. Ich dachte, dann müsst ihr woanders sitzen. Da müssen wir Priorität setzen. Okay. Ja, mal gucken, was mein Sohn so macht. Der hat da so Pflicht. Der Bild ist sehr schlecht. Bitte? Der Empfang vom Bild gerade ist sehr schlecht. Ja. Welcher Empfang? Der vom Bild vor dir. Ja. Nö, der ist gut. Ich habe klares Bild. Also, das ist nicht normal eigentlich. Dann habt ihr nicht HD-Paket gebucht. Der Flug war dann 3 Euro teurer. Habe ich investiert. Habt da an falschen Stelle gespart. Ich habe auch leckeres Essen vor mir. Es gibt Reis mit Fleisch. Ich würde sagen, das sieht so ein bisschen nach Leberkäse aus. Könnten noch Brotscheiben sein. Aber ich tippe, es soll eher Leberkäse sein. Ein bisschen Fisch und Gemüse. Und einen leeren Pappbecher. Na gut, das Kind schläft. Ich würde mal sagen, was liest ihr da überhaupt für ein Buch? Da schauen wir doch mal glatt rein. Man muss ja wissen, was die Kinder so lesen. Oh, Fort Timmy. Survival. Okay, das nehme ich ihm mal weg. Der Junge braucht nicht überleben. Reicht, wenn ich überlebe. Bitte was? Ich kann kein Englisch. Bitte red Deutsch mit mir. Ah! Okay, wir haben leichte Luftlöcher hier. Ist bei euch alles gut, Leute? Sorgen. Oh, Timmy, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Oh, da ist der Boden aus dem Fenster. Oh. Oh, lebt hier noch wer? Timmy! Timmy, lass mein unbekanntes Kind bei mir. Ah. Ah. Lebt ihr? Weißt du, was das Lustige ist? Wir sind einfach schon längst abgestürzt. Ach so, wie, ihr seid längst abgestürzt? Hä? Wir waren schon längst irgendwie aus dem Bildschirm. Wo habt ihr gesessen? Ich saß hier. Ich war hier in der... Ach, du auch? Ja, ich saß neben dir. Ach, cool. Ja, das Problem ist, bei uns hat das direkt angefangen zu spielen, schon alles. Und du hast dann erzählt und wir stützen ab und du... deswegen dachte ich ja, hä? Okay, nee. Bei mir nicht so, nö. Okay. Teilen wir uns jetzt alle das oder kann ich die aufheben? Das könnt ihr alles mitnehmen. Okay. Also im Flugzeug könnt ihr alles, das ist geteilt, so. Okay. Übrigens, hier ist Essen, aber bitte nicht klauen. Wo ist Essen? Hier auf dem Sitzen. Da, komm, da ist Essen. Hier ist überall Essen. Oh. Was machst du da? Nichts. Danny! Der ist sexy. Also damit ist es klar, du bist jetzt unsere Frau. Du heilige Maria. Ja, sieht sexy aus. Philipp, du auch, komm. Ich lasse, oder? Super, ihr habt ihre Unterwäsche wenigstens doch da gelassen. Was? So was peinlich gewesen. Sollen wir was ändern? Oh, ich hätte fast den Schädel gespalten. Was passiert, wenn ich E drücke? Oh. Wir kommen in unser Crew. Okay. Man sollte dazu. Ich wollte noch mal ganz kurz im Flugzeug gucken. Achtung, ich komme da nicht durch. Ja. Oh mein nicht, dass ich hier was vergesse. Man muss dazu sagen, ich habe mir das Spiel 2014 gekauft. Habe seitdem ganze 12 Minuten Spielzeit, liegt einfach daran, so viele Spiele, ihr wisst ja Bescheid. Und der Philipp selber ist auch noch nicht so geübt drin in dem Spiel oder kennt es, glaube ich, auch gar nicht, ich weiß es nicht. Also ein bisschen habe ich schon, aber es sind die ganz alten, ganz, ganz, ganz okay. Alten Spiele. Also wir sagen eigentlich so, der Philipp,
der kennt das Spiel so halbwegs, die Mandy kennt das Spiel ganz gut und ich kenn's überhaupt nicht. So wie immer, es ist wie immer. Also ich habe mir das jetzt natürlich mal angeguckt. Hm? Also, wenn ihr die Koffer aufmacht, derjenige, der das erste rausnimmt, kriegt auch die ganzen Sachen, aber was? Wir können nur den Stoff rausnehmen. Okay. Oh. Das ist leider irgendwie immer noch so wie früher. Ja gut, ich kenn früher nicht. Für mich ist... Ja, okay, es gibt kein früher. Genau, für mich ist jetzt. Gut, wir laufen mal hin. Ich nehme die schönen pinken Koffer. Okay. Nein, es war Spaß. Ich einfach alles im Player. Ja, ich auch. Ach, so läuft das. Ja. Es ist immer so. Also. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Es gehört nicht zum Spiel. Nicht? Ich dachte, es kommt gleich so eine Zombie-Katze oder so. Nee, keine Sorge. Ja, In the Forest, ich habe gehört, es soll die Geschichte haben. Ich denke, wir werden die sicherlich auch durchspielen. Oh, hier ist ein Vogel. Hast du nicht gesehen? Bitte? Da waren zwei hübsche kleine Vögeleine. Also was mir ein bisschen übrigens auffällt, ist, die Performance ist, wenn man zusammenspielt, irgendwie ein bisschen geringer bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Es zieht so ein bisschen nach. Echt? Echt? Ja, es also kann auch daran liegen, dass ich jetzt gleichzeitig aufnehme. Das kann auch daran liegen. Ich weiß es nicht. Also ich habe das immer nur, wenn alle irgendwo anders sind. Dann ist das ultra schlimm. Okay. Es kommt halt darauf an, welche Internetverbindung du hast. Oh Gott. Regen, super. Ja, aber das ist doch gut. Meinst du? Gut, wir sollten mal gucken, dass wir zusammenbleiben. Ich glaube, sonst haben wir ein Problem. Wir laufen dir hinterher. Also es geht. Ach so, ich suche euch. Ja, wir sind die ganze Zeit hinter dir. Und ich denke so, ja, irgendwann müssen wir mal alle fertig sein. Hier haben wir was übersehen. Da ist noch ein gelber sogar. Also es gibt übrigens unterschiedliche Biome. Aber der Zweitbiom ist am besten. Aber einfach. Nicht zu viel spoilern, ich kenne das doch gar nicht. Nö, mehr sag ich auch nicht. Okay, das gleiche zählt natürlich auch an den Zuschauern, ne? Nicht so viel spoilern. Genau. Der Philipp und ich und ganz speziell ich, Philipp kennt es ja so grob, würde dieses Spiel gern auch erkunden und kennenlernen und nicht irgendwie gleich alles so, ne? Weil dann brauchen wir das ja nicht machen. Ja Leute, wir haben das und das haben wir und das haben wir in diesem Spiel. Wir haben da hinten Container oder sowas. Das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Oh, die kenne ich. Ihr kennt die Container schon. Hä, die gab's damals schon? Okay. Da ist ein Hochsitz oder so. Oh, Essen. Hallo. Mensch, wartet doch. Ihr müsst doch. Ach, das gibt's ja nicht. Das ist ja doof. Die fängst du ja gar nicht. Ihr lootet mal wieder. Das ist ja klar. Das ist immer so. Das ist immer so. Ja. Ach so, hättest du nehmen können. Ich möchte nur das Geld hier drin haben, wenn ich. Okay, was willst du hier kaufen? Snickers. Hase! Es gibt Hasenbraten. Hä? Wow. Oh, guck mal, hier ist ein Lurch. Das ist ein Zelt? Ich hab einen Lurch gefangen. Ja. Können wir den abholen jetzt? Nein. Ey. Oha. Der Kopf. Oh, Danny, ich hab ein Geschenk für dich. Noch einer. Ja, ich versuche den Hasen zu fangen. Aber ich glaube, der Hase ist schlauer wie ich. Ich glaube, den kriegt man gar nicht. Ha, hab ihn. Ja. Guck mal. Ja, schön, schenke ich dir. Ich gehe da mal. Ich glaube, bei den Containern, da können wir bestimmt Trockenes suchen oder so, oder? Ja, also im Container müsste es trocken sein. Und wir müssen mal gucken. Kriegt also ich keine weiß, Schaden, oder? Wenn man es gegenseitig schlank, keiner Schaden, oder? Doch, aua. Oh. Er schlägt mich einfach. Ich habe übrigens keine Seil, Einstellung Leute. Vornehmen können. Ich weiß nicht, ob dies. Was ist da? Hier ist ein Seil. Ein Seil? Hier ist ein Seil drin. Ich habe das mal genommen, okay. Ich denke mal, es für jeden eins da, ne? Mhm. Okay. Niemand gesehen. Das ist eine Schandtat. Okay, ich bin voll. Also von den Alkohol. Ich seh's. Hier fliegen nur Steine rum. Krass. Lecker. Oh, ich habe Amazon-Pakete gefunden.
Amazon! Sind das die Weihnachtsgeschenke? Das sind die Weihnachtsgeschenke. Das Dumme ist, die Folge wird wahrscheinlich erst im Februar rauskommen, aber wir nehmen vor Weihnachten auf. Das nur als Info. Ach, da sieht man einen neuen Grafiker, den ich bestellt habe. Okay. Super. Liegt im Übrigen daran, dass wir drei natürlich nicht immer so häufig zusammenkommen und ich würde schon wollen oder wir wollen, dass das ein vernünftiges Let's Play wird. Wenn mal eine Folge fehlt oder mal ausfällt für ein paar Tage, dann ist das halt so. Okay, also ich hab hier was. Das sieht so richtig komisch aus, wenn ihr einfach noch die Strumpfhose anhabt. Das ist. Turtles! Turtles! Oh ja! Hey, wir sind die Ninja. Also eins habe ich schon gelernt. Survival! Tut mir leid, Schildkröte. Ja, mir auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das, wie gesagt, vorher mal kurz. Wow. Alter, was geht denn hier ab? Ich habe das kurz vorher mal angetestet und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass man das braucht. Bitte was? Tötet nicht ohne Grund. Kannst du das aufheben? Tötet nicht ohne Grund. Kannst du das aufheben, Danny? Was? Wo? Hier diesen Panzer, der bockt. Oh. Ich nehme ihn mal. Amazon! Oh Gott, geh weg. Geh weg. Oh, ich bin voll. Wir sollten es vielleicht aufheben. Ich glaube, wenn man das aufmacht, despawnt das dann? Also, je nachdem, wenn du das Spiel neu startest, spawnt es neu. Okay, also es bringt nichts aufzumachen. Die Frage ist, ich sehe schon, ach du Heiliger. Wir haben die Rocky Mountains entdeckt. Ich denke mal, so ein offenes Feld ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut, ne? Nee. Also es kommt drauf an, also wenn du im Wald lebst, da können halt trotzdem immer noch Leute vorbeikommen oder so. Okay. Ihr triggert die. Mandy, du triggerst die. Also die haben uns nicht gesehen, also ist alles gut. Das waren Kannibalen übrigens. Das sind einfach so Ausgestoßene. Okay, ich bin auch manchmal ausgestoßen. Ich vermute mal, weil die Kannibalen sind. Wurden sie ausgestoßen von den anderen? Nein. Okay. Ist da oben was oder wofür ist das? Was denn? Achso, da oben sind so Loot-Sachen, aber random. So. Okay, so geht's hoch. Dann gehen wir hoch da. Hochklettern. Ich gucke euch mal zu, wie ihr Sport macht. Ich mache jetzt, früher gab es einen Heidepark, das gibt's gar nicht mehr. Hier ist auch gar nichts. Hier ist auch nichts. Früher gab es einen Heidepark Baumpfahl sitzen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Oh, das. Nein. Sag mir was. Okay. Aber ich kenne es nicht. Na gut, dann zoomen wir weiter. Oh, da hinten sind Hütten. Da hinten über dem Meer. Über dem Meer? Oh ja, da. Ja. Wo denn? Da links? Da drüben auf der anderen Insel, ja. Es wird langsam dunkel, kann das sein? Also ja, es wird dunkel. Also wir könnten uns echt mal so einen Platz suchen, wo wir schlafen wollen. Das sind Häuser, können wir die nutzen? Hm. Ja, ne? Das ist ein Dorf. Wollen wir nicht das hier nutzen? Hier können wir das nach links und rechts absichern. Von oben wird ja wohl keiner kommen. Naja, wenn du das Holz hier hinbringen kannst. Also ich sehe hier keine Bäume in der Nähe. Da? Wir können nur zwei Holzstämme tragen. Ich habe gesehen, es gibt Mittel, womit du die ziehen kannst. Ja, klar. Oh, Leute, hindurch. Hallo. Ich gehe weg, ich wohne hier nicht. Oh Gott. Ihr macht die aggressiv, das ist euch klar, ne? Die werden jetzt wahrscheinlich uns richtig auseinandernehmen. Was macht ihr denn da? Also ich habe alleine anders gespielt, kann ich sagen. Ich habe zwar nur... Das ist ein Ehepaar. Oh Gott. Ich glaube, mit euch wird das Überleben hier ziemlich kurz sein auf dem Server. Okay, sie leben noch? Also ich kann die jetzt tragen. Wusstet ihr eigentlich, dass es einen Erfolg gibt für 10 Tage nicht töten? Philipp. Echt? Was? Ja, das kann man nicht wissen, wenn man immer gleich alles tötet. Mal rein. Warte. Oh Gott, macht ihr mal. Wir machen jetzt eine Schandtat. Ich auch. Oh, hallo? Hallo? Du kannst G drücken. Mit G kannst du Sachen wegwerfen. Ah, okay. Oh Gott, die Vögel. Ich bekomme alle Vögel. Ihr macht mir Angst. Wir sind freundlich. Ah, man kann jetzt noch wechseln. Du hast nichts gesehen. Oh Gott, das wird der Danny ist schon über alle Berge. Ja, ich sehe schon. Wir sollten auf jeden Fall gleich hinterher. Ja, ich guck nur mal, wo hier ein guter Platz ist, wo man schlafen könnte. Du willst sie doch nicht essen, oder?
Da sind Bewohner. Man weiß ja nie. Wir sind Bewohner. Man weiß ja nie, wir sind Survival. Scheiße. Vielleicht können wir dann zu den Leuten dazugehören, weil wir auch Kannibalen sind. Ach so, das meinst du, ja. So, ja, so ein bisschen, ne, undercover-mäßig, ja. Und dann heben wir die hoch alle. Lass mal da nie hinterher, sonst kommen wir da gar nicht hinterher. Wir haben hier ein echtes Problem. Hier kann man echt schlecht sich eine ruhige Ecke suchen. Also es gibt auch im Wald solche Plätze, wo man sich richtig gut verbauen kann. Und da sollte es eigentlich sicherer sein, weil da wird man nicht so schnell gesehen von den... Ah, was, das Dorf hier rechts? Oh, ich hab ein Seil genommen, das geht in die Höhle, ich gehe wieder hoch. Oh Gott, er geht schon erst voll in die Höhle rein. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Unterschlupf. Aber warum nehmen wir nicht die Zelte davor? Du kannst ja nicht drin, aber wir können hier drin schlafen, das ist kein Ding. Kann man das? Alter. Ja, schlafen. Alter, hier ist ein mega Krater, was ist das denn? Oh Gott, du meinst dieses riesen Loch da? Oh Gott. Bauen wir hier drüber, da kann nichts passieren. Ich bin dafür. Oh Gott. Ich glaube, Physik. Wo seid ihr da hinten? Ja, yeah, wir kommen gerade zu dir. Hallo. Hallo. Ja, wir müssen mal gucken. Es fehlt ein schöner Schlafplatz. Es gibt hier nichts Safes. Wir hätten da hinten bleiben sollen. Alter, ist das ein Riesenkrater. Wollen die einen verarschen? Also ich möchte nicht in dieses Loch bauen. Und eins möchte ich euch gesagt haben. Ich habe zumindest gehört, dass je mehr man sich mit diesen Einwohnern anlegt, je aggressiver und je häufiger werden sie da sein, je aggressiver auftreten. Das stimmt. Aber dann ist es vielleicht nicht ganz so schlau, die gleich an der ersten Nacht auseinanderzunehmen, wo die noch ein bisschen Lowbox sind. Wer hier der Boss ist. Also die wir getötet haben, das waren Kannibalen, die gehören gar nicht mehr zu den... im Dorf dazu. Okay. Sind einfach solche. Es wird zu dunkel. Ich glaube, wir müssen hier nächtigen. Es geht nicht. Alter, es geht echt nicht. Alter. Also, wenn das Dunkelste ist, dann geht es eigentlich. Moment. Wenn wir genug Sachen dafür haben, können wir jetzt schlafen und es ist wieder hell. Boah. Wir dürfen nicht schlafen. Okay, ich mache lange. Aber wir können mal speichern. Das ist eine gute Idee. Speicherstand 1. Müssen wir alle speichern? Ich weiß es nicht. Ich glaube also, nicht, weil ich Host bin. Der also Host speichert die Map und sein Inventar und die Leute, die speichern ihr Inventar. Also wenn du austeilst, dann solltest du vorher dein Inventar speichern. Ich habe keine Blätter mehr. Gott. Ach so. Und mit L könnt ihr euer Feuerzeug anmachen, dann seht ihr mehr. Ah, danke schön. Ich muss sagen, dafür, dass es so ganz dunkel ist, wie ihr gesagt habt, finde ich es jetzt nicht so dunkel. Philipp, du hast deine Brightness ist vielleicht im Monitor her, heller, weiß ich nicht. Ja gut, wir nicht. Ich habe zugelassen damals, wie ich ihn bekommen habe. Okay, also ich finde es schon sehr dunkel und ich werde es auch für die Zuschauer ein bisschen heller machen dann. Von an den YouTube macht es ja automatisch noch dunkler, ist echt schlimm. Ja, ich mach das heller, dass die überhaupt ein bisschen was sehen, weil ich sehe hier einen Baum vor mir und das war's so ziemlich. Wer hat Hunger? Ich würde Fleisch aufnehmen. So langsam hab ich, ja, so halb voll bin ich. Ich glaube, ich habe eher Durst. Bei Tab kannst du Inventar öffnen, dann hast du ja bestimmt noch nur Soda oder so. Dann kannst du das ja auch trinken. Na, bitte kein Alkohol trinken, nur Soda. Okay. Okay. Ich sag im Voraus, bitte nicht die Bäume auf andere zielen. Warum? Die können dadurch sterben, das macht instant Schaden. Warte, es gibt mir fällt was ein. Sekunde, ganz so Essen dumm sind... Dankeschön, ich komme gleich. Ich mach das lieber, es verrottet schnell, ne? Also es verkugelt so schnell im Feuer. Dankeschön. Ich wollte so eine Schildkröte, da kann man was aufstellen, das hatte ich gemacht. Musste B drücken. B ist das. Achso, danke. Und was kann passiert, wenn man Alkohol trinkt? Also nichts, aber es ist halt Verschwendung. Ah, okay. Wo war denn das? Ich dachte, man kriegt so einen lustigen Effekt. Nee. Das haben die mit Absicht nicht reingemacht. Oh, schade. Auch für sowas. Das wäre echt cool. Wir können davon schlafen. Ach, das sieht aus wie GC bei mir, das G. Ihr solltet eure Schildkröten auch aufbauen, weil da kommt Trinken rein. Willst du das nicht beim Lager tun? Oder? Ich kann mir eine neue sammeln. Okay. Ich brauche aber trinken, also. Schön sparsam sein mit den Schildkröten, ne? Sagte der Herr nochmal.
Hä, ihr tötet Eingeborene! Das ich eine Schildkröte! Ich hab keine Sticks mehr. Perfekt. Oh, Elefant.